begeisternde Duelle auf der Ringermatte. Schifferstadt gegen Reilingen, ein Mannschaftskampf der Superlative, von dem wir Ihnen den Kampf des Tages zeigen. Die Begegnung Nummer 9 im Leichtgewicht griechisch-römisch für Schifferstadt der Türke Erol Mutlu. Hier der Reilinger Fanclub, der 4 Siege seiner Mannschaft bejubeln konnte. Also Mutlu, der dunkelhaarige Türke für Schifferstadt und für Reilingen. Wolfgang Leier im Leichtgewicht griechisch-römisch. Kampferfolges vor einer Woche knapp in Führung und könnte, wenn Mutlu hier gewinnt, den Gesamtsieg erringen und ins Finale kommen. Zweimal 3 Minuten wird dieser Mattentanz dauern vor 3000 Zuschauern und Wolfgang Leier versucht einen Griff. Mutlu fällt, Leier geht oben drauf, beherrscht ihn Wolfgang Leier und bekommt dafür einen Punkt. Paul Neff, der Schifferstatter, dennoch 0:1 liegt Mutlu zurück. Wolfgang, die Sprechchöre nicht zu überhören. Es ist teilweise wie ein Heimkampf für die Reilinger. Und Wilfried Dietrich, Schifferstadtsringer-Denkmal, wieder einmal dabei. Denkt er an vergangene Zeiten. Weltmeister, Olympiasieger für Schifferstadt und 30-mal deutscher Meister. 4-mal mit der Mannschaft auch. Und jetzt ist Mutlu am Zug. Und wie er zieht. Ein Überwurf. Aufs Buch kann man sagen. Wir wiederholen diesen sehenswerten. Dann nimmt er das Bein heraus und aus dieser Armklammer wie ein Fahrstuhl Wolfgang Leier jetzt in der Luft und fast geschultert. 4 Punkte bringt das. Die Höchstpunktzahl für eine Aktion für den Türken Mutlu. Der einmal Dritter der Europameisterschaft. Nun liegt er in Führung. Paul Neff und Werner Schröter, der andere Trainer. Und knapp verpassen wir den nächsten Punkt. Es heißt sogar 5:1. Ein Kissen fliegt herein. Optisches Zeichen im Kampfgetümmel. 3 Minuten sind vorbei. Pause und wir lauschen mit. Hier ist man nicht kleinlich bei den Ringern. Ja, Sie haben es verstanden. Langsamer machen wegen der Kondition. Der Türke hat für diesen Mannschaftskampf 6 Kilo abtrainiert. Und das ist Wolfgang Leier. Günter Leier, Klaus Leier, seine Brüder ringen ebenfalls mit. Einer hat gewonnen, einer verloren. Das ist der Fanclub. Ein bisschen disziplinierter als im Fußball ist man in Ringerkreisen. Brandneue Autos entführt. Keiner merkt es in diesem Kampfgetümmel. 5:1 der Stand zu Beginn der zweiten Halbzeit. 5:1 für den Türken und damit steht Schifferstadt vorerst im Halbfinale. Wenn es so bliebe. Aber jetzt macht Leier wieder einen Punkt. 2:5. Carlo Schindler ist der Mattenleiter aus Urlaufen. Und Paul Neff wird unruhig zusammen mit Werner Schröter. Sie spüren, dass ihr Türke an Kraft, an Kondition verliert. Und Leier nun langsam vielleicht doch noch Oberwasser in diesem Kampfgetümmel gewinnt. Aber zusammen sinken sie hin. Doch den Punkt bekommt Mutlu. 6:2 jetzt. Hier die Schifferstadter Ringer. Markus Scherer, Willi Heckmann, Seelus, Rolf Kraus, der einen großen Kampf geliefert hatte. Und Mutlu ist verletzt. Aber der Mattenleiter, einer der besten der Welt, darf man sagen, er ahnt, dass diese Verletzung unter Umständen gespielt ist. Dass der Türke konditionell fast am Ende ist, dass er diese Auszeit nimmt, bis 3 Minuten. Das macht Freund wie Feind und es wird akzeptiert. Er hat sich erholt, Mutlu. Nach wie vor führt er klar, es geht in die letzte Kampfminute und Leier muss alles auf eine Karte setzen. Wenn er diesen Kampf verliert, kein Punkt hier, weil der Griffansatz vom Reilinger kam. Wenn er diesen Kampf verliert, hat auch seine Mannschaft der Titelverteidiger verloren und Schifferstadt noch vor dem letzten Kampf entscheidend gewonnen. Und noch ein Punkt. Ein 7. Punkt für Mutlu. Was kann nun noch passieren in den letzten Sekunden? Man ahnt es hier, die Mannen um Erich Klaus, den Reilinger,
Trainer. Noch hebt er an, noch einmal, aber es ist nicht mehr nötig. Mutlu hat gewonnen und damit hat der Türke aus Bursa die Pfälzeringer Hochburg Schifferstadt nach langer Pause wieder ins Finale um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft.